Hi Leute, wir versuchen mal noch ein besseres Video zu machen als das erste. Ich habe jetzt einen zweiten Versuch einfach mal alleine gemacht und ich versuche jetzt noch einen dritten hinterher zu ziehen und mal zu gucken, ob wir die 3000 Punkte vielleicht brechen können. Bin ich mal gespannt. Von daher starten wir mal direkt durch. Einzelspieler, let's go. Nutzen wir die 3 Minuten. Okay, der hat mich getroffen. Also seitlich stehen ist wirklich das Beste. So ganz kurz neben dem Ball. Dann kann der euch auch nicht treffen. Er trifft euch nur, wenn er einen Charakter trifft. Aber das ist natürlich schwer beim Dashen und so dann, das noch perfekt zu haben. Okay. Das war jetzt schlecht, das hat mega viel Zeit gekostet. Haben wir den ersten Down. Die Perfekten haben wir saßen auch. Die Perfekten sind irgendwie, wenn ihr das relativ weit außen trifft. Also wenn ihr so maximalen Abstand habt zum Ball vom Körper aus irgendwie so möglich. Und die Kurvenbälle sind schrecklich. Ah, wird glaube ich nichts mit 5, aber ist ganz okay. Am Anfang ein bisschen zu schlecht gespielt. Den habe ich. Ah, der wär's gewesen. Die Goldenen machen halt echt schönen Bonusschaden. Gemein. Gemeinfestung, dass du den Goldenen danach rausschleuderst. Gebaitet. Haben wir nicht mehr genug Zeit, schaffen wir nicht mehr. Zu viele verfehlt. Komm, wir legen noch einen drauf. Wir machen noch eine. Und dann müsste ich auch mit den Event-Herausforderungen für heute ziemlich gut dabei sein. Let's go. Machen wir einfach mal heute ein Gameplay-Video. Sieht gut aus bisher. Das war's mit dem Schild. Hab ich einen verfehlt sogar. Nein! Der Goldene ist daneben gegangen. Gebaitet. Okay, den haben wir kaputt. Könnte noch zeitlich drin sein. Die Goldenen, die kommen ja beim ersten zum Beispiel gar nicht. Der erste ist so ein Wärmläufer.
Schönes Ding. Sieht gut aus noch. Jetzt nur nicht greedy werden. Und unvorsichtig. Nein. Einen verfehlt. Ja. Die sind echt schnell. Egal, wir haben die goldenen verfehlt, aber wir sind noch voll im Zeitfenster drin für eine fünfte Festung. Wir müssen die nur zum Wutanfall schnell bringen. Komm, werd wütend. Easy, 3000 Punkte geknackt. Let's go, baby. Schönes Ding, 3174 Punkte. Also es geht auch bestimmt mehr, aber dann muss ich das wirklich perfekt spielen. Ich denke, das ist für das Event ganz okay. Dann habt ihr mal so gesehen, wie ich das jetzt ein paar Runden gemacht habe. Ich werde es, denke ich, noch mit ein paar Zuschauern gleich auf Twitch eventuell spielen, falls da Interesse besteht. Und ansonsten bin ich wirklich mal gespannt, wie die anderen zwei Eventteile von den Aufgaben her werden. Habe im Aktionsshop schon das Urgestein gekauft. Werd mir, glaube ich, als nächstes das Namenskärtchen holen. So, und das war's dann für das Gameplay-Video vom Event. Ich wünsche euch an der Stelle noch einen schönen Tag. Wenn ihr mehr Videos zu Genshin Impact haben wollt, dürft ihr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.